Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte nicht gut ausgeht. Ja, und Schrott. Wir schauen uns das mal an. Eigentlich müsste der LKW-Fahrer ja seinen LKW von Schnee und Eis befreien. Glück gehabt, ne? Wenn es eine dicke, schöne Eisplatte gewesen wäre. Wäre die Scheibe kaputt. Wäre sie durch die Scheibe einem voll ins... Naja, ne? Ja. Schöne Grüße aus Mailand. Da fahren sie auch nicht besser. Mailand? Und jetzt? Oh. Damit mit den Fehlern anderer rechnen. Wenn euch auffällt, dass der Prüfer eigentlich hier lang wollte und ihr schon seht, ihr seid hier, bitte nicht mit aller Gewalt bremsen und hier rüber, dann seid ihr durchgefallen wegen der Fahrbahnbegrenzung hier. Und da einfach weiter geradeaus fahren, Umweg in Kauf nehmen. Aber ich denke, diese Frage habt ihr auch schon mal in der Theorie gehabt. Fahrer, mein Gott. Alter. Oh, dann entspann dich mal, Carlo Motretti. Ich darf der Autobahn stehen. Beschleunigungsstreifen. Dritte Gang, meinem Schaltfahrzeug schön durchtreten, ne, und dann auf die Autobahn rauffahren. Vorfahrt gewähren bedeutet nur, dass die Fahrzeuge auf der durchgehenden Fahrbahn Vorrang haben, mehr nicht, ne? Ahnst nichts Böses. Oh. Habt ihr gesehen, was das Problem war? Ich mache nochmal ein bisschen zurück. Das war knapp, ja richtig. Da liegt auf der Straße, boah, weiß ich gar nicht, irgendwie Pappe oder sowas. Stellt euch mal vor, ihr werdet mit dem Motorrad unterwegs. Das wäre richtig super, nicht? Oder so ein Kantholz ist das oder so? Irgendwas auf jeden Fall nicht cooles. Wenn du da drüber fährst, I don't like. Dritte Gang auf der Autobahn. Komm, wer soll denn das bezahlen? Der Lindner. Er bezahlt das mit seiner Spritpreisbremse. Ich und mein Holz, das sah wirklich wie Holz aus. Aber das da rechts, das sieht nicht wie Holz aus. Das da rechts sieht aus, als würde da jemand stehen. Seht ihr das? Was macht der da? Der fährt Fahrrad. Ich habe euch doch gesagt, ich und die Fahrradfahrer, wir sind doch... Ah, wir sind sowieso beste Freunde. Aber das ist ja mal wieder nochmal eine ganz andere Hausnummer hier. Alter Schwede. Alter Schwede. Und ihr fragt immer als Fahrschüler so, Rob, der jetzt mal ehrlich, da kann doch keiner kommen, da kann doch nichts schief gehen. Ihr seht ja, selbst Fahrradfahrer fahren auf der Autobahn. Ich weiß nicht, was mit denen nicht stimmt. Achtet auf die linke Spur ganz hinten. Da geht was. Bremse, Bremse. Das war... Oh. Kanister. LKW-Fahrer haben ja gerne mal so einen Wasserkanister draußen am LKW irgendwo, damit sie sich daraus waschen können. Alter Schwede. Ja, vielleicht war es ein alter Schwede. Hui, Franjo fährt 230. Wir wissen doch alle, was jetzt passiert. Oh nein. Haben wir gestern drüber gesprochen, erinnert ihr euch? Bei 230, bei dem Audi, bei diesem Bild, was wir hatten, erinnert ihr euch? Wir konnten einmal die Version 130 Richtgeschwindigkeit. Und jetzt passiert genau das, was ich gestern versucht habe, euch zu zeigen. Ziemlich wahrscheinlich. Das war eine sehr knappe Bremsung. Ja, schlecht. Kann man nichts machen. Siehst du, alle wollen sie nach links rüber, dann drängeln sie sich alle rein. Der erste muss bremsen, der zweite muss doller bremsen, der dritte muss noch doller bremsen und der vierte, der muss dann bald rückwärts fahren. Oh. Oh. Seht ihr, wie viel Abstand diese Autos hier voneinander halten? Völlige Fahrkatastrophe. Der Ziehharmonika-Effekt. Also... Nur mal für euch nochmal, Abstand auf Autobahnen haben wir noch nicht wirklich besprochen, machen wir gleich aber noch. Ich kann das einfach direkt bei dem Bild jetzt einwerfen, dann haben wir das abgefrühstückt, pass mal auf. Autobahn Teil 2, wenn da Stau ist und da vorne Uwe ist. So, Abstand. Die Österreicher, man kann hier an diesen Bergen wunderbar erkennen, dass man in Österreich ist. Was die aber ganz cool gemacht haben, ist, die haben hier so Markierungen auf der Autobahn, seht ihr die? Wenn ihr einen 2 Sekunden Abstand einhaltet, 0 Sekunden und dahinter sind 2 Sekunden, dann ist das immer optimal, dann passt das bei egal welcher Geschwindigkeit. Das bedeutet im Prinzip, wenn du mit deinem Auto hier bist, darf das nächste Auto erst nach 2 Sekunden Abstand, also 1, 2, hier hinten wieder sein. Und das hier muss quasi freigehalten sein. Man kann auch sagen, dass du einen halben Tacho Abstand brauchst. Aber ich finde das schwierig. Bei 120 kann man das noch gerade ausrechnen, sind 60 Meter. Aber dann muss man wieder hier an der Seite gucken, wo steht hier ein Pfosten, wo ist der andere Pfosten, wie viel sind
diesen 60 Meter, finde ich sehr kompliziert. Ich nutze es gar, ich mache es ganz einfach. Ich nehme diese 2-Sekunden-Regel, die funktioniert super. Und du merkst dir im Prinzip, wo ein Auto gerade herfährt, also er hier zum Beispiel, an irgendeinem Punkt. Und dann zählst du 21, 22 und wenn du dann auch daher fährst, dann passt alles. Kann man auch ganz gut sehen anhand von... Faustregel gilt der 2-Sekunden-Abstand. Ja. Dabei merkt man sich einen festen Punkt, den der Vorausfahrende passiert. Zum Beispiel eine Markierung, den Schatten einer Brücke oder auch ein Verkehrszeichen. Ja. Von diesem Punkt an zählt man die Sekunden, die verstreichen, bis man selbst diesen Punkt erreicht. Los geht's! Am Horizont springt ein Reh daher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte nicht gut ausgeht. Und wenn du es nicht gerade einsammelst mit 150, bist du einfach nur schnell dran vorbei. Das war aber sehr schnell, das Reh. Alter Schwede. Oh, Alter, hier könnte ich ASMR oder wie das heißt. Leute, Beschleunigungsstreifen, Gas geben, nicht Einfädelungsspur, Beschleunigungsstreifen, so. Gas, Gas, Gas. Oh. Boah, wenn ich das sehe, seht ihr das Problem an der Geschichte? Ich mach das nochmal, damit, also mir tut das weh, dieses Video zu sehen, aber ich möchte, dass ihr das als Fahrschüler wirklich wahrnehmt. Das ist etwas, wo man sagt, dass also das muss ja nicht sein. Leute, der müsste einfach nur ein bisschen Gas geben. Dann wäre das Leben. Beschleunigungsstreifen, so. Boah, wenn ich das sehe, da möchte ich weinen, möchte ich da. Unfassbar. Also gib Schubrakete. Und jetzt guck dir an, wie der abgeht. 653 Millionen PS unter der Haube und kann aber überhaupt nicht fahren. Ja. Ein paar von euch wollen ja unbedingt immer den Ton haben. Da habt dann. Und ich muss leider ganz viel zoomen, das ist echt weit weg. Oh. Ach, was macht der denn da? Bam. Da die alle beruhigt weiterfahren, würde ich sagen, die haben sich tatsächlich nicht berührt, ne? Sah aber eng aus. Schnell in die Auffahrt, schön und gut, aber so schnell natürlich auch nicht. Also wäre Joshua ein Stück weiter gewesen, dann hätte er den voll in der Seite gehabt. Nur Respekt. Ja klar, der passt da noch rein. Alter! Da sieht man mal wieder, Vorfahrt ist keine Pflicht. Ja, dachte ich mir so beim Sichten des Videos. Der LKW-Fahrer ist ja ganz schön undicht, ne? Aber hier ist ein spektakulärer Unfall. Lass mal noch weiterlaufen, das Video. Lass uns das mal noch angucken. So hatte ich mir das überlegt. Aber was dann geschah, sollte niemand vermuten. Hier. Nee. Und was dann aber passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Und Volker ist nämlich mit dieser Sache noch nicht durch. Und in meinen Augen degradiert er sich gerade nach ganz, 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 ganz unten. Aber wovon ich rede, seht ihr jetzt. Oh, Volker! Schwupps, da hört das Video auf. Wer weiß, was noch alles passiert ist. Ist unter aller Sau, ganz im Ernst. Bist noch schlimmer als der LKW-Fahrer. Einfach nochmal auf Fahrerhaushöhe rumgehupt, wäre die Sache doch erledigt gewesen. Wärst über alle Berge. Ach, Volker. Guck mal, der Volker ärgert sich, weil der LKW-Fahrer hier reingekommen ist. Seht ihr das? Okay, der ärgert sich, aber das hier... ist saugefährlich und richtig für den Arsch. Da hört das Video auf, wer weiß, was noch alles passiert ist. Oh Mann, ey. Ist unter aller Sau, ganz im Ernst. Bist noch schlimmer als der LKW-Fahrer. Einfach nochmal auf Fahrerhaushöhe rumgehupt, wäre die Sache doch erledigt gewesen. Wärst über alle Berge, hättest du nie wieder gesehen. Nein, das Video ist nicht von mir, es würde sonst vernünftig in der Ecke stehen. Was ist denn da? Dem haben sie ja wohl total ins Gehirn geschissen, oder was? Das Video läuft noch weiter, damit ihr seht, dass hier 100 ist. Denn diese Flitschbirne da vorne ist außerdem auch noch ein Raser. Gutes Wetter. Ich habe ja noch nie die Kollegen verstanden, die dann auch bei so einem Wetter trotzdem noch mit 90 die 85 oder 80 fahrenden Kollegen überholen. Hat der ein Glück gehabt. Habe ich noch nie kapiert. Nö, also jetzt hat er doch keinen Bock mehr. Jetzt bleibt er dahinter. Richtig crazy, ey.
Zuerst sieht es ja aus, als würde er vernünftig auf die Autobahn auffahren können. Ne, er merkt, oder ist einer, er gibt Gas und setzt sich davor. Tolle Sache. Ja. Na, dann vergeigt das aber doch. Er konnte das Auto gar nicht sehen. Also auch das super gefährlich. Also an der Stelle, wo der quasi hier auf die Autobahn zieht, müsste er jetzt erstmal in Ruhe in den Außenspiegel gucken, alles absichern und dann checken, passt das? Der hat ja gar keine Chance überhaupt zu sehen, ob da hinten einer kommt. Der fährt ja direkt darüber. Dafür ist übrigens das Vorfahrt gewähren. Ja, was auch immer da drin war, liegt jetzt bescheuert. Kabuse, oh. Ja, apropos Abstand. So viel Abstand. Oh, so viel Abstand. Gar kein Problem. Was ein Irrer, ey. Ist ja schon ziemlich eng auch da, ne? Ich würde ja sagen, da ist Angst im Spiel und deswegen macht er die Spur zu da. Wahrscheinlich wollte er auch am liebsten da ganz rechts fahren. Ist vielleicht nicht mehr rübergekommen, hat vielleicht geschlafen oder so. Naja, komm. Denn lieber so, als dass es knallt. Ja, guter Rat ist teuer. Und manchmal liegen sie kostenlos auf der Straße. Da liegt ein Rad. Ja, also auch da, seht ihr, stell dir vor, du guckst aufs Handy. Man denkt ja immer so, ah ja gut, komm. Gibt ja viele, die gucken kurz aufs Handy und dann mache ich mir immer so. Hier, was ist los? Was ist los? Aha, was? Und dann guckst du nach oben und dann liegt da ein Reifen. Das ist schlecht. Ja, der war echt schlecht. Bitte verlasst mich nicht. Meine Eltern sind mal mit dem Bulli über so einen Reifen geballert. Ja, der ganze Bulli so richtig Cobra 11-mäßig abgehoben. Totalschaden auch der Bulli, weil die sind irgendwie 120 gefahren oder so. Ja, und Schrott. Das rote Auto steht auf der rechten Spur und der LKW muss schon rechts dran vorbeifahren. Boah. Also lebensgefährlich. Also das kann doch keine Dummheit sein, oder? Der ist doch... Alter. ...da am Steuer gestorben oder sowas, oder? MS hat auf jeden Fall als erstes die Polizei angerufen. Ja, klar. Ach, ich lasse es drin. Bullen meine ich nicht negativ. Ist halt normaler Umgangssprache. Nein, wir sind nicht wegen dem Caddy hier. Und deswegen nochmal schnell von vorne. Direkt mal rangezoomt und... Wir gucken in der Ferne auf den stehenden Smart, denn das ist der Grund, warum der Caddy überhaupt rüber will. Das ist immer so. Ich frag mich wirklich, du bist ein kleines Kind, du gehst zur Impfung, du gehst in den Kindergarten, du gehst in die Grundschule, du machst dir Gedanken über deine Schulnoten, du lernst eine Freundin kennen, du machst was und dann willst du so sterben in einem Smart auf einer Kraftfahrtstraße oder Autobahn. Also das, ich verstehe das einfach nicht, ob man das irgendwie, ich habe keine Ahnung, Hoffnung an die Menschheit verloren. Also das ist ja wirklich was und dann auch noch ein Smart. Also da kannst du auch mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren, ist das Gleiche. Auch wieder so eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann. Statt einfach weiterzufahren, zu drehen und eine Viertelstunde später zu Hause anzukommen, nein, da muss hier jetzt angehalten werden und rübergefahren werden und das Irre. Eigene und anderer Leute Leben riskiert werden. Oh, diese Leute, ne? Irre, ja. Erinnert ihr euch noch an das Wort? Wie heißt das, was der Linke da macht? Wie heißt das, was das linke Auto da macht? Linksspurschleicher. Genau so heißt das. Oder Mittelspurschleicher. Genau, und deswegen auch diese Schlafmusik darunter. Schlimm. Die ist nicht von mir. Ehrenamtlicher Stauführer, ja, ist richtig. Oh nein. Das ist einfach nur doof. Jetzt wird er wieder langsamer oder was? Wusstet ihr eigentlich, dass viele Wohnanhänger überladen sind? Wenn die im Sommer kontrollieren die Polizei, dann ist jeder zweite, jeder dritte Wohnwagen ist wirklich überladen. Deswegen platzt jetzt wahrscheinlich der Reifen. Kann. Bap. Ja, hoch. Der hat wirklich mal ein Rad ab. Guck mal, wie schön das da vorne rumspringt rechts. Boah. Ach, ja, das ist auf jeden Fall richtig Schrott, das Ding. Nein, das heißt natürlich... Da ist das ganze Rad ja abgeflogen. Da fliegt auch noch mehr ab. Das ist natürlich nicht, dass das jetzt wegen Überladung passiert ist. Kann ja natürlich auch wegen allem Möglichen passiert sein. Aber ich wollte es halt trotzdem mal gesagt haben. Ja. Na. Was ist jetzt los? Macht Fotos da oder was?
Papst Franziskus. Erstmal eine rauchen. Was ein Arsch. Was? Nee, er meint nicht diesen kranken Mann da vorne. Obwohl ich das die ganze Zeit. Nee, er meint das Auto hier, was sich da reinquetscht. Fährt er mit seinem Smart da durch hier oder was? Na klar. Also, was ein Arsch. Ihr habt's gemerkt, er meint den PKW, aber ich denke, das ist ganz bestimmt ein Arzt im Einsatz, also ganz wichtig. Findet ihr nicht auch, dass Papst Franziskus sich anhört wie Matthias Schweighöfer? Also, was ein Bam! Crazy! Wieder ein sehr gutes Video. Ich mag das, wenn die Best-ofs hier zusammenschneiden. Da haben wir eine Menge was von.